Du suchst einen Drucker, der wirklich so wenig Platz wie irgend möglich zu Hause braucht und trotzdem alle wichtigen Funktionen hat? Ich zeig dir heute. Der Drucker aus der HP LaserJet Pro-Familie gefällt mir sehr gut. Ist ein klares, schlichtes Design und vor allen Dingen braucht er wirklich extrem wenig Platz. Es ist so gut wie kein Klotz verschenkt. Wenn wir mal schauen, so groß ist eine A4-Seite, da könnt ihr ungefähr abschätzen, wie groß denn jetzt der Drucker ist. Also wirklich minimal. Das Platzgefühl hier oben haben wir ein Flachbett zum Scannen, zum Kopieren. Hier haben wir dann den Papierschacht und hier oben kommt der Druck wieder raus. Das ist ein Laserdrucker, also ziemlich schnell. Nicht so schnell wie ein großes Modell. Aber so gut 12, 13 Seiten pro Minute kriegt er raus und das ist für die allermeisten Leute auch wirklich ausreichend. Mit dabei ist eine Starterkartusche, reicht für ca. 500 Seiten, habe ich mal geschätzt. Also am besten gleich mit einer großen Patrone dazu ordern, dann kommt ihr noch ein ganzes Stück weiter. Das Gerät ist sehr wirtschaftlich zu betreiben, es geht nur an, wenn ihr es gerade braucht. Hat kein Touch-Display, sondern eben hier oben ein paar Knöpfe und eine kleine Mini-Anzeige. Dadurch verbraucht er wenig Strom. Die Steuerung ist natürlich nicht ganz so komfortabel wie mit einem Touchpad. Aber für die Funktion, die der Drucker hat, absolut ausreichend. Was mir richtig gut gefällt, ist die enthaltene Personalausweis-Kopie-Funktion. Dadurch wird das viel, viel einfacher. Ich kenne es aus dem Autohaus. Das ist eine furchtbare Sache immer mit den Wänden. Hier klappt das ganz einfach. Ja, Verbindung mit dem WLAN war schnell aufzubauen. Ich habe es über einen Rechner gemacht. Es liegt eine Treiber-CD bei. Wenn man die einsetzt, funktioniert dann alles von alleine quasi. Ja, wenn ihr Fragen habt zum Gerät, schreibt es in die Kommentare. Ich antworte euch.